Willkommen beim zweiten Part der Tomodachi Live Demo. Wir haben uns hier ein neues Mi erstellt. Wer das sein soll, fragt ihr euch? Tja, das... Wer sich meinen Haustierkanal angesehen hat, Draco and Friends oder das Leben von Draco, wird wohl wissen, dass ich auch eine Bartagame als Haustier habe. Diese Bartagame habe ich jetzt hier mit reingesetzt. Und Draco ist wirklich erster Eindruck, also erst relativ nüchtern, ist ja auch für ein Tier nicht sehr ungewöhnlich. Erster Eindruck selbstbewusst, charakterförmlich, ehrgeizig, ungeduldig, direkt und ergebnisorientiert. Er ist ein Ehrgeizling, strenger, dominanter Typ, richtet oftmals alle Energie auf ein Ziel aus, leidet aber, wenn dieses nicht erreicht wird. Ja, das kann ich jetzt, okay, das kann ich jetzt nicht so direkt beurteilen, aber es wird schon richtig sein. Und hier haben wir ihn. Hallo Draco, wie geht's dir, Kumpel? Dann werden wir doch mal besuchen. Mein Name ist Draco und ich strebe immer nach dem Ideal. Das ist doch toll. Was hast du da? Ein Affen. Du hast Affen im Kopf. Was hast du für ein Problem? Ich wünsche mir eine neue Inneneinrichtung. Okay, dann gucken wir mal, was wir hier schönes haben. Europa. Dreimal Europa? Kann man wohl nicht anderes machen erstmal. Danke für die neue Einrichtung. Hat eine Menge Stil. Ja, das habe ich mir übrigens auch so gedacht. Willst du dich vielleicht noch etwas umschauen? Na klar. So, was haben wir denn hier Schönes? Ein Teddybär. Eine Lampe. Was? Ich habe gesagt, eine Lampe. Dann haben wir hier noch ein Sofa. Für ungebetene Gäste, die kommen bitte hier raus, die Scheiße machen. Eine neue Einrichtung zu bekommen ist so aufregend. Das kann ich dir bestätigen, mein Freund. So, eigentlich würde eine andere Einrichtung... Sieht doch gut aus. Ja, ja, eine andere Einrichtung mir ihm eher zusagen, aber in der Demo gibt's leider nicht mehr. Tut mir richtig leid. Richtig beruhigendes Ambiente hier. Wenn du es so findest, danke schön. Hab aber auch nicht reingesteckt oder sowas. Ich werde täglich damit umgehen. Das sagt jeder. Du hast sicher Hunger. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Dann gib Meier. Dank für den Hustensaft. Du kannst ab jetzt das Einrichten-Symbol verwenden. Berührst es, kannst du die Wohnung deines Mii-Charakters mit Einrichtungen ausstatten, die du deinem Mii schon geschenkt hast. Was gibst du sagen? Im dunklen Wald zu pfeifen ist doch auch keine Lösung, oder? Was soll das jetzt heißen? Ach, egal. Wie wär's denn mit einer Wurst? Gut gefangen. €107. So, dann werden wir mal gucken, was denn unser Steven für Probleme hat. Steven hat Probleme. Ich bin Steven. Ich handle oft aus einer Laune heraus. Ich habe Hunger. Dann geben wir dir was zu essen. Du musst ja schließlich dick werden. Aber nicht so dick wie ich. Scheiße, kann man nicht sehen. Er hasst Salat. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Nur weil ich dir Salat gegeben habe, den du gehasst hast, bekomme ich ein Dankeschön. Scheiße, aber auch. Lesen, Sport, Kunst, Essen. Was soll ich diesen Herbst zum Thema machen? Mach ein bisschen Sport, bis es zu kalt ist und dann kannst du lesen. Und so weiter. Ach ja, nimm den fetten Orangensaft.
So, man hat hier jetzt nicht viel gesehen. Aber seht mal, wie der rumhampelt. Und ihm scheint es auch noch zu gefallen. Ich lass mich verzaubern. Oh, ich bin auf Arbeit. Das ist ja mal interessant. Übrigens, drückst du Y-Knopf, X-Knopf, kannst du Foto vom oberen Bildschirm machen. Mit Y-Knopf machst du ein Bild von Touchscreen. Alles klar. Da gucken wir uns mal. Da machen wir uns mal ein schönes Foto von Steven. Guten Tag. Wenigstens ist er höflich. Ich werde wahrscheinlich auch noch so eine Art Screenshot-Runde machen, da man hier nicht alles sehen kann. Wartet mal kurz. Guten Tag. Hallo, was hast du für ein Problem? Ich möchte etwas Neues zum Anziehen. Etwas Neues zum Anziehen. Ja, bitteschön. Du bekommst ein geiles Rugby-Shirt. Auch wenn es nicht zu deiner Spezies passt, aber... Er hasst Rugby-Shirts? Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Aber ich finde eigentlich, das sieht damit gar nicht mal so schlecht aus. Ich übe gerade Grimassen. Damit man auch mal sieht, wer sich hier hinter dieser Stimme befindet. Ich übe gerade Grimassen. Kannst gut Grimassen machen. Na gut, dann zeige ich euch mal noch die anderen. Oder auch nicht. So, dann gucken wir mal, was er hier für ein Problem hat. Steven hat ein Problem. Steven hat Dauerlangeweile, seine Bombe ist in die Luft geflogen und er ist unglücklich. Gut doch. Ich habe Grimassen schneiden geübt. Willst du mal eine sehen? Jetzt bekommt ihr mal zu sehen, wie ein Steven Grimassen macht. Na, was meinst du? Ja, ist ganz toll. Freut mich, dass es dir gefallen hat. Lust auf ein Spielchen? Klar, warum nicht? Nein! Oh, puh. Es gibt einen Klopfringkampf. Alles, was ich tun muss, ist klopfen. Fester. Nein! Na komm! Du schlägst mich nicht! Juhu! Ich hab gewonnen. Glückwunsch. Such dir einen aus. Das wird dann dein Preis. Klar. Wow, eine Disco-Kugel. Gut, hier ist ein Steven. Ich bin auf Arbeit. Oh, Bildertransfer. Einmeldung. Dank der Unterstützung von Draco konnte endlich eine regelmäßige Postverbindung zum Nintendo 3DS Bildertransfer etabliert werden. Dieser Service ermöglicht es dir, im Spiel erstellte Screenshots in soziale Netzwerke hochzuladen. Ab sofort lässt sich schon während des Spiels von Tomodachi Live aus eine Verbindung zum Browser aufbauen, die ein direktes Hochladen über den Nintendo 3DS Bildertransfer ermöglicht.
Wie Draco berichtet, freut er sich schon auf zahlreiche Bildbeiträge, mit denen die Schönheit von Dracoland überall auf der Welt bekannt gemacht wird. Um nach der Veröffentlichung auf die Insel zurückzukehren, ist ein Drücken des hohen Knopfs und eine Rückkehr zum laufenden Spiel in Tomodachi Live erforderlich. Danke fürs Zuschauen. Also, ich finde Smoking stimmt ja. Hier haben wir das Flugzeug. Aber ich will erstmal speichern. Klar. Und er macht wie Guckchen. Klar. Vergiss nicht erneut zu speichern. Du bist tot. Klar. Man wird zwar jetzt aus dem Spiel rausgeschmissen, aber... Stell dir mal vor, ich habe jetzt ein paar Screenshots geschossen und ich mache einen Cut. Bis gleich. Herzlich willkommen zu meinem Fotoalbum. Hier haben wir ganz viel Zeugs. Hier kam zum Beispiel ein QR-Code von Yoshi. Ein QR-Code von Draco. Wolltet ihr euch scannen? Holt sie euch. Nur begrenzte Anzahl erhältlich. Ein von mir. Ein von SpongeBob. Ein von Pringles. Und ein von Pikachu. Und setzen wir einfach mal dieses Bild hier rein. So, da sind wir wieder. Wir müssen nämlich noch ein paar Probleme bewältigen. Ne? Ja. Oh. Wir haben eine neue Art Blase. Erstens schlafe ich. Ach nee, Steven schläft. Und er will irgendwas anderes noch. Das bleibt aber jetzt unter uns. Wenn du ein Restaurant genau um Mitternacht betrittst, findest du auf der Speisekarte nur ein Menü für Zombies. Klar, weiß doch wieder. Oh je. Das ist ich. Haha, alles nur erfunden. Oh, hast du Draco mal einen fiesen Streich gespielt? Danke für das Pupskissen. Hat jemand von euch schon mal ein Pupskissen gekriegt? Ich hab's nicht. Hast du was denn vom Pupskissen? Ich wäre so gern mit Draco befreundet. Ist doch schön. Ich würde mich so gern mit ihm unterhalten. Nur worüber? Unterhalte dich mit ihm über Lustiges. Er mag Lustiges. Danke für den Tipp. Ich gehe sofort los und rede mit ihm. Und so werden neue Freundschaften gestrickt. Hoffe ich. Die Fratze, ey. Ja, die TV ist aufgebaut worden. Ja, das mag ich auch. Ja, lalalala. Ja, ich mag lustige Sachen und so. Schön, dich kennenzulernen. Es ist gut gelaufen. Dank dir konnten wir uns miteinander anfreunden. Vielen Dank. Gern geschehen. Du hast 5 Probleme deiner Mii-Charaktere gelöst. Vielen Dank, dass du Tomodachi Live Demo-Version gespielt hast. In dieser Demo-Version kommt es zu keinen weiteren Ereignissen. Genieße aber bitte trotzdem weiterhin den Umgang mit deinen Mii-Charakteren. Mii-Charaktere, die in der Demo-Version erstellt wurden, können die Vollversion übernommen werden. Bitte nicht vergessen, den Spiel-App Fortschritt abzuspeichern. Dort könnten die Einwohner dann ihr Inselleben fortsetzen. Ja, ich habe gesagt, sie könnten. Eilmeldung. Als Antwort auf den Wunsch einiger, sich mal so richtig das Herz aus dem Leib singen zu können, wurde heute eine große Konzerthalle auf Dracoland vorläufig eröffnet. In der Konzerthalle können Mii-Charaktere die tollsten Lieder zum Besten geben, die sie als Geschenk vom Ebenbild von Nils erhalten haben. Hier kann sich jeder mal wie ein Popstar fühlen. Man kann sich sogar von Hintergrundtänzern unterstützen lassen. Alle, die eine Karriere im Bereich Gesang anstreben oder einfach nur mal Stress abbauen wollen, sollten vorbeischauen. Danke fürs Zuschauen. Ja, speichern wir nochmal ab.
So, und das war die Demo zu Tomodachi Live. Ob ich euch noch etwas vom Gameplay präsentieren möchte, bleibt euch überlassen, aber was ich euch dann auf jeden Fall präsentieren werde, wenn ich das Spiel haben sollte, wären dann Lieder, die ich selber da drin komponiert habe. Ich weiß, manchmal sind sie komisch, aber ich gebe mein Bestes, dass sie zu etwas Bombigen werden. Ja, jeder von euch kann ein Star sein bei Tomodachi Live, SingStar und so weiter. Bis dann und ciao.